Aufgepasst! Ich habe eine spannende Frage für dich. Ist stille Meditation eigentlich noch zeitgemäß? Denn seit tausenden Jahren haben die Menschen still im Sitzen meditiert, doch heute leben wir schließlich in einer neuen Zeit. In diesem Video erfährst du mehr über eine neue Art des Meditierens, die du unbedingt kennen musst. Und ich verrate dir wertvolle Techniken, die neuen Schwung in deine Meditation bringen. Außerdem testen wir im Selbstexperiment zusammen mit einem Gast aus der Community, wie gut diese Meditation wirkt. Viel Spaß! Namaste! Mein Name ist Andreas Schwarz. Ich bin der Gründer der spirituellen Plattform Higher Mind und Autor von dem Buch Meditation entschlüsselt. In diesem Video verrate ich dir, wieso die klassische Sitzmeditation out ist und was du stattdessen machen solltest. Zweitens lernst du drei effektive Methoden, mit denen du auf neue Weise meditieren kannst. Drittens machen wir live ein spannendes Selbstexperiment mit einem Gast, den ich mit einer dieser Techniken in die Meditation führe. Und schau dir dieses Video auch unbedingt bis zum Schluss an, denn dann teile ich noch ein wichtiges Geheimnis mit dir. Vor tausenden von Jahren war es üblich, im Sitzen zu meditieren. Die alten Yogis hatten eine ganz andere Körperphysiologie als wir heute. Früher haben wir sehr viel körperlich gearbeitet und waren weniger mit dem Denken beschäftigt. Deswegen war die stille Sitzmeditation damals perfekt. Heute ist es aber genau andersherum. Der moderne Mensch sitzt und denkt aber auch sehr viel im Alltag. Die dynamische Meditation ist also für uns viel zugänglicher, weil wir mit dieser Form viel tiefer entspannen und leichter in die Meditation einsteigen können. Wenn wir unseren Körper durch die dynamische Meditation vorbereitet haben, können wir noch tiefer und erfolgreicher in die stille Meditation eintauchen. Und genau das werden wir gleich mit einem Gast aus der Community live im Selbstexperiment ausprobieren. Aber zunächst erkläre ich dir noch, was dynamische Meditationen sind und welche Arten dazu zählen. Was ist dynamische Meditation? Es gibt viele verschiedene Arten, aber ihr gemeinsamer Nenner ist, dass sie alle aktive Meditationsformen darstellen. Das bedeutet, dass der physische Körper während der Praxis in Bewegung ist. Und genau diese Aktivität spielt bei der Meditation eine zentrale Rolle. Wir haben drei sehr bekannte und beliebte dynamische Meditationen für dich zusammengefasst. Yoga hat seine Wurzeln in Indien und ist eine uralte philosophische Lehre. Sie umfasst eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen. Der Begriff Yoga ist Sanskrit und kann man mit Einheit, Vereinigung oder Integration übersetzen. Die Yoga-Praxis zielt darauf ab, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen bzw. das Einswerden mit dem Bewusstsein zu erreichen. Eine Yoga-Einheit besteht aus verschiedenen Elementen. Dazu zählen unter anderem Pranayama, Mantra, Kriya, Asana und auch die Meditation. Sie alle verfolgen das Ziel, die stetige Fluktuation der Gedanken zur Ruhe zu bringen und den Geist in die Stille eintauchen zu lassen. Tai Chi wurde im Kaiserreich China entwickelt und ist eine Kampfkunst. Sie zählt zu den sogenannten inneren Kampfkünsten für den bewaffneten oder unbewaffneten Nahkampf und ist auch Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. In einem klassischen Text heißt es, dass Tai Chi ist aus dem Wuchi geboren. Es ist Ursprung von Ruhe und Bewegung und die Mutter von Yin und Yang. Nach Auffassung der traditionellen chinesischen Medizin entstehen Krankheiten durch eine Störung des Energieflusses. Eine Harmonisierung des Flusses, des Qis, hat deshalb heilende Wirkung. Und mit speziellen Übungen soll das Qi in die richtigen Bahnen geleitet werden, was sich dann auch positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Und durch die richtige Atmung und bewusste Bewegungen kann die Lebensenergie dann richtig fließen. Tai Chi-Übungen steigern also die Lebensenergie, harmonisieren die Körperkräfte, steigern die Körperbeherrschung und bewirken mentale Entspannung. Tai Chi ist also Meditation, Bewegungstherapie und Selbstverteidigung in einem. Breathwork kann als bewusste Arbeit mit dem Atem verstanden werden. Es ist eine Kombination aus Wahrnehmen, Beobachten und bewussten Lenken der Atmung. Vielleicht kennst du die Arbeit mit dem Atem aus deiner Yoga-Praxis. Bei Pranayama-Übungen wird der Fokus ganz gezielt auf die Atmung gerichtet.
Beispiele für Atemtechniken sind die Boxatmung, die Kohärenzatmung oder auch Atemmeditationen. Es gibt auch richtig tiefgehende Techniken, mit denen wir auf körperlicher, emotionaler und energetischer Ebene tiefer mit uns in Verbindung treten können. Hierzu zählt zum Beispiel das holotrope Atmen. In der Regel werden die Techniken über eine längere Zeit, also zwischen 30 bis 90 Minuten, angewendet. Und sie helfen uns, Verbindung zu uns selbst aufzubauen, können Blockaden lösen und im Körper abgespeicherte Energien und Gefühle loslassen. Ich möchte dir drei effektive Meditationstechniken vorstellen. Sie werden neuen Schwung in deine Meditationspraxis bringen. Die Empty-Out-Meditation ist leicht anzuwenden. Am besten funktioniert sie im Stehen. Stell dich mit beiden Füßen gut geerdet auf den Boden und öffne deine Beine hüftbreit. Atme ein und hebe deine Arme angewinkelt ungefähr auf Schulterebene in die Luft. Beim Ausatmen lässt du die Arme und den Oberkörper ganz locker nach vorne fallen. Stell dir vor, dass du beim Ausatmen alles Negative oder Belastende aus dir herauslässt. Atme den Tag, die Woche oder den Konflikt aus. Lasse alles raus, was dir nicht mehr dienlich ist. Mach dich ganz leer. Mit jeder Einatmung hebst du den Oberkörper und die Arme wieder an. Versuche deinen Fokus ganz gezielt auf die Ausatmung zu richten. Die Einatmung passiert beim Anheben des Oberkörpers ganz automatisch. Wiederhole diese Übung für einige Minuten. Die Kombination aus Atem und Bewegung lässt sich auch sehr gut mit Musik verbinden. Tanz als Meditation bedeutet, zu 100% wach und präsent im eigenen Körper zu sein, seine Bewegungen wahrzunehmen, den Geist auf das gegenwärtige Tun auszurichten und auch das Herz zu öffnen. Wir versuchen, Harmonie im Tanz zu entwickeln, nicht Perfektion. Harmonie wird sichtbar, wenn sich die Hingabe an eine Bewegung in der Achtsamkeit des Schrittes widerspiegelt. Wenn der Aufrichtung die Ausrichtung folgt. Wenn wir dem Geheimnis der Spirale nachspüren. Tanzmeditation fördert die Entwicklung von Zentriertheit und Stille bei gleichzeitiger Hingabe in die Dynamik. Innere Ruhe und körperliche Dynamik sind gleichermaßen erlebbar. Mantra singen ist Singen aus dem Herzen. Es kommt nicht auf eine schöne Stimme oder die perfekten Töne an. Beim Chanten ist einzig die Hingabe an das Mantra wichtig und das Erfahren der verbindenden, heilsamen Energie, die beim Singen besonders auch in der Gemeinschaft entsteht. Es heißt, ein Mantra ist ein Werkzeug zur Befreiung der Seele von der Umklammerung des Geistes. Mantra singen ist also eine spirituelle Übungspraxis, genauso wie Meditation. Und der meditative Aspekt rückt hier besonders auch in den Vordergrund. Beim Chanten können sich kraftvolle Energien einstellen, die starke emotionale Wirkung auf uns und auch auf unsere Mitmenschen haben. Und regelmäßiges Mantra singen kann die spirituelle Entwicklung fördern. Achtsamkeit, Selbsterkenntnis und positive Eigenschaften wie Mitgefühl und Liebe entfalten sich dabei. Möchtest du tiefer in diese Techniken einsteigen und sie vielleicht sogar in deine Meditationspraxis integrieren? Ich habe sie ausführlich und in einem einfachen Schritt-für-Schritt-System in meinem neuen Buch Meditation entschlüsselt festgehalten. Dort findest du noch weitere tolle Techniken, die sich wunderbar in den Alltag integrieren lassen. Das Buch hier kannst du ab sofort vorbestellen. Ich werde unten den Link reinsetzen und wir haben auch ein paar wenige signierte Exemplare vorbereitet. Greif also zu. Jetzt wird es spannend. Ich habe live einen Zuschauer aus der Community eingeladen, mit mir ein Experiment zu machen. Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn wir mit einer dynamischen Meditation starten und dann in die stille Meditation wechseln. Wir haben uns für die Empty-Out-Meditation entschieden, die ich vorher vorgestellt habe. Gut, dann legen wir los. Hey, stopp. Wie war die Meditation so für dich? Wie hat sich's angefühlt? Was war anders?
Ich habe gemerkt, weil ich durch die Meditation habe ich, also ich meditiere ja schon seit 1,5 Jahren deine Masterclass und ich habe sehr viel Druck in der Brust und auch so im Herzbereich. Und ich habe jetzt bei der Meditation, die wir eben gemacht haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich etwas löst. Also, dass da wie so eine Blockade oder wie so ein Druck, wie so ein Stein, der geschoben wird und runterfällt. So, Und den irgendwie so ein hast du bisschen. sonst nicht loskriegen können durch andere Meditationen. Das war sonst immer da und Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich jetzt schon ganz, ganz lange, dass dieser Druck, da ist richtig viel dahinter. Also hinter der Brust ist ganz, ganz viel Ballast. Und das kriege ich einfach nicht gelöst. Und gleichzeitig möchte ich gerne weinen, aber ich kann nicht weinen. Also ich möchte gerne, manchmal ist das auch ein Schreien. Ich meditiere auch aktuell das Wurzelchakra und Solarplexuschakra. Und da merke ich dann immer in Konversationen oder so, merke ich dann, dass dann sehr, sehr viel Wut oder sehr viel Traurigkeit und Wut dann herauskommt. Also da scheint sich etwas zu lösen. Aber dann ist so ein Druck wieder hinter der Brust. Und jetzt gerade bei der Meditation und dem Atmen habe ich gemerkt, dass sich da etwas löst. Und dann sind wir von der dynamischen Meditation in die stille Sitzmeditation übergewechselt. Also das fand ich auch ganz interessant bei der stillen Meditation. Da habe ich richtig gemerkt, dass ich richtig loslassen kann und dass das, was ich eigentlich denke, dass das wieder so ein bisschen Illusion, beziehungsweise nicht Illusion, sondern dass das, ja, dieses Loslassen, das habe ich halt wirklich gespürt. Das war faszinierend. Durch die Bewegung während der dynamischen Meditation in Verbindung mit der tiefen Ausatmung ist bei meinem Gast eine starke Blockade gelöst worden. Die Energie konnte wieder frei fließen und bei der stillen Meditation konnte sie sogar noch mehr loslassen. Eine Kombination aus dynamischer und klassischer Meditation ist also die perfekte Ergänzung. Denn durch die Bewegung während der dynamischen Meditation kann unser Körper angestaute Energie loslassen und sie wieder frei fließen lassen. Das hilft beim Abschalten. Wir tricksen also unseren Verstand regelrecht aus, weil wir ihn mit der Bewegung beschäftigt halten. Der Fokus richtet sich dabei allmählich von außen ins Innere. So schaffen wir die perfekte Grundlage für den Zugang zu einer tiefen Entspannung. Die Gedanken beruhigen sich und der permanente Strom in unserem Mind, also unserem Verstand, wird ganz still. Wenn wir dann von der dynamischen in die stille Meditation übergehen, können wir sogar in noch tiefere Sphären der Meditationspraxis eintauchen. Mit der Kombination aus aktiver und stiller Meditation erhöhen wir automatisch die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiches Meditieren. Bist du nun genauso überrascht darüber, dass die Praxis von rein stiller Meditation nicht mehr zeitgemäß ist? Vielleicht magst du die Erkenntnis ja mit einem Freund oder deiner Familie besprechen. Teile dieses Video gerne, lass eine positive Bewertung da und abonniere unseren Kanal für mehr solcher Videos. Und kennst du auch die fünf häufigsten Fehler, die wir beim Meditieren machen? Ich habe sie dir in einem Extra-Video zusammengestellt. Finde heraus, ob sich einer oder sogar mehrere davon in deiner Meditationspraxis eingeschlichen haben. Denn dann kannst du sie zukünftig vermeiden. Ich verlinke dir das Video hier. Und ab sofort kannst du auch mein neues Buch hier Meditation entschlüsselt hier vorbestellen. Wir haben ein paar wenige signierte Exemplare vorbereitet und dabei kannst du auch gleichzeitig bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Du hast die Chance auf ein Live 1 zu 1 Coaching Session mit mir und alle Infos findest du hier im Link. Lass uns damit gemeinsam unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Namaste.